Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Battle Revolution. Ohne lange zu warten, machen wir gleich weiter, da wo wir aufgehört haben. Nämlich bei unserem ersten Kolosseum. Das wird uns die Anna hier auch schon sagen. Hier steht es. Und jetzt fragt sie uns, genau, es war ein Kolosseum Promenade. Jetzt fragt sie uns, ob wir fortsetzen wollen. Natürlich wollen wir fortsetzen. Ja, wir sind damit einverstanden. So, jetzt können wir endlich weiterkommen. Gut. Ja, genau. Damit wir einfach nicht vor jedem Kampf speichern und so lange machen, bis wir gewinnen, ist das so gelöst. Finde ich ganz gut. Hier unsere erste Gegnerin in des heutigen Parts, Maggie. Okay. Sie hat einen Ultrigarier, ein Farbigel, ein Schmetbo, ein Pummeluff und ein Maholo und ein Seo. Was mir da auffällt, sie hat, ich benenne euch mal die Typen, Pflanze Gift, Normal, Normal, Kampf, Käfer Flug und Wasser Eis. Da wäre es ganz klug, wenn wir Luxio an die Spitze tun, für diese beiden, fortsetzen mit Pyro, dann decken wir diese vier ab und mich da hier decken wir dann alle ab. So. Jetzt geht's weiter. Hier seht ihr noch mal ein paar Chirizo und ein Bidiza. Okay, los geht's. Okay, Maggie behauptet, sie sei stark. Das werden wir gleich sehen. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir kämpfen mit unserem Luxio oder wir wechseln. Ich würde sagen, da weil es schneller geht, greifen wir einfach an. Funkensprung dürfte den meisten Schaden machen. Und los, Luxio, zeig, was du drauf hast. Bam! Voll in die Face. Nein! Glücksspiel! Werden wir verpillt. Wir verfehlen jetzt ein paar Runden wegen diesem Lacker. Kennen wir doch. Ja klar, und schon das erste Mal verfehlt. Also fällt mir nur eins ein. Was soll das? Wetten, das Spiel kommt jetzt so viel ein Igler, dass wir es nicht mit dem nächsten Schlag besiegen. Und wir verfehlen schon wieder. Und Body Slam. Ich tippe darauf, dass er sofort paralysiert. Wir kennen ja das Glück. So. Ja, endlich. Man sieht übrigens, ob seine Attacke trifft schon bevor da steht. Die Attacke ging daneben oder ja, bevor da steht, ob sie daneben geht. Weil man das an der Kameraführung ganz gut erkennen kann. Da es uns Genauigkeit gesenkt hat, wechseln wir jetzt auf. Auf Staravia. So. Gut, Luxio, komm zurück. Staravia, mach's kaputt. Es ist doch eh nur ein Opfer. Ein Opfer, was Vergeltung kann. Mehr ist es doch nicht. Oder? Nein, ist es nicht. Und jetzt Aeroas. Und nein, es lebt noch. Wieso denn? Marollo. Geh sterben. So schnell es geht, weil das ist Schluss. Und ich würde sagen, damit wir einen Bonuspunkt erhalten, weil kein Pokémon draufgegangen ist, wechseln wir danach. Ob zu Luxio oder von Pyro, das entscheiden wir je nachdem, was Maggie jetzt einsetzt. Metro, okay, wir wechseln zu von Pyro. Los, von Pyro. Das alle.
Der Buch von Vampiro ist ein bisschen seltsam. Klar, und der macht Wirbelwind. Das nervt doch. Kleiner Hinweis, wegen Wirbelwind wird unser Pokémon gegen irgendein anderes ausgetauscht. Okay, Luxio. Luxio kann es auch mit Funkensprung. Und tschüssi Schmetterling. Es fällt. Und Maggie wurde besiegt. Und Pachirisu ist froh darüber. Es lächelt. Ja, ich habe gewonnen. Was für ein Wunder. Gewonnen! Aber es ist ja auch noch einfach. So. Nächster Kampf geht los. So. Okay, ein Klingblim. Steuere wieder die Nachmache. Pudox, Meryl, Pabinella und Schlurp. Fünf davon sind ein Mädchen, nur Pudox ist ein Junge. Das können wir ausnutzen, wenn wir jetzt ein männliches Pokémon mit Anzug hätten. Also, Psycho Flug, Käfergift, Wasser, Käferflug, normal. Übrigens auf dem neuen jetzt auch Fee. Aber das ist es hier noch nicht. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall wieder Luxio mit. Wegen diesen drei. Dann nehmen wir Pyro mit. Gegen diese beiden. Und Chelkerei. Und diese beiden zu besiegen. Satrumara, Rasierer. Jetzt geht der zweite Kampf los. Und wir machen sie alle. Nächster Kampf geht los. So. Perfekter Tag für ein Picknick. Das ist jetzt nicht bei jedem so, der den Part guckt. Okay, ich wechsle mal zu Panpyro. Verbrennen. Außer das Vieh macht wieder Wirbel. Oder? Ja. Kann ja auch Bestes. Wir jedenfalls können Feuer schlagen. Und er kann Schutzschild. Wie unnötig. Das zieht es doch nur unnötig in die Länge. Wieso macht das wieder? Ja. Chill. Ein Panpyro will ich auch noch verbrennen lassen. Also lass es zu. Und bam, bam. Oh, auch noch ein Foto. Just burning it. Okay, wer kommt jetzt? Pabinella! Ein Feuerschlag zur Begrüßung und dann dürfte es bereits down sein. Bam! Just burning her. Und nächstes. Siegen wir das dritte auch noch so einfach? Ich denke ja. Tempoi! So, Babum! Ein Volltreffer! Nein, eine Zitrobeere. Eine Zitrobeere, glaube ich. Ego-Trip. Wie schlug es denn hier? Kann ich den Wasserwurf einsetzen? Naja. Vielleicht, weil Tempoi nicht so stark ist. Voll auf die Zunge. Was? Der hat noch überlebt? Naja, noch ein dürfte der nicht überleben. Papyro. Ui, der ist kaputt. Ba-ba! Okay. Der kommt vorher schon zu einfach. Und weiter.
weiter geht's. Wir haben gewonnen. So. Lasst uns weiter abräumen. Was? Flirtpartner Gabi? Okay. Also, sie hat ein... Erstmal sind alles Mädchen. Und sie verwendet Bormadame, Papuzzi, Corazon, Duflo, Hibiskus und Ulrigaria. So, die Typen. Das hat Pflanzenmann. Das ist jetzt, glaube ich, Typ Käfer. Papuzzi ist Typ Wasserkampf. Corazon Typ Wassergestein. Duflo Typ Pflanzegift, genauso wie Ultrigaria. Und Hibiskus ist auch nochmal ein Wasser-Pokémon. Also, Schelkereien ist hier doch schon fast perfekt. Aber mit Duflo, Bormadame, eben noch fast. Dann Pyro würde ich nicht nehmen für diese drei, da bevorzuge ich doch schon eher mein Staravia. Und ich würde sagen, wir nehmen einen von den beiden, weil die beiden ja im Part noch gar nicht vorhaben. So, wegen den drei Pflanzen-Pokémon tendiere ich zu Pflanzen. Also nehmen wir ihn einfach. Und im nächsten Kampf fangen wir dann mit Bleeprin an. Das ist so leicht. Aber wen juckt's? So. Ich glaube, sie hat sich das irgendwie anders vorgestellt. Ich mir auch. Ich habe mir vorgestellt, dass ich sie jetzt besiegen habe. Erstmal muss ich wechseln. Weil gegen Ultrigaria kann man mit Schelker rein nicht sehr gut. Aber ich dachte wieder. So. Was macht das? Librei. Aber wir haben ja zu einem Mädchen gewechselt. Nichts anhaben. So, Aeroas! Bäh! Aber es lebt noch. Es will sich reinsetzen. Okay. Wenn's rein. Wisst ihr, was mich jetzt interessiert? Ob wir mit Kehrtwende wechseln. Weil normal können wir wegen Wiggeln nicht mehr wechseln. Probieren wir es doch einfach aus. So, Kehrtwende. Und wir haben jetzt schon mal besiegt, das ist gut. Ja, es geht. Was? Sagen wir schön knacken. Stimmt, Knackel wollte ja, glaube ich, auch noch Aero assoziieren. Treffergarantie. Das ist schon praktisch. Putzi! Die Attacken sind schon okay. Aber Aero ist am besten. Das ist ja ein Kampf-Pokémon, oder? Nein, ich glaube, es wird erst wieder weiterentwickelt werden. Delegator. Falls ihr euch wundert, was er für Schwachsinn macht. Delegator ist eigentlich recht cool. Er sorgt dafür, dass wir ihm keinen Schaden anrichten. Allerdings muss er ein paar KP opfern. Mein Tipp gegen Delegator: greift einfach dauerhaft an. Ansonsten kann euch Delegator echt zum Problem werden. Body Slam! Ich will auf uns drauf springen. Dann mach doch! Okay, das macht schon annehmbar Schaden und paralysiert. Ja, und schon haben wir nicht mehr die Garantie, dauerhaft anzugreifen. Und deswegen der Paralyse schneller. Das war klar. Versucht er, dass er den Delegator hat. Sicher hat und will dann Power Punch einsetzen, das wäre böse. Das wird auf jeden Fall verhindern.
Na gut, dann probieren wir es zu verhindern. Er macht Hypnose. Aber weil wir schon paralysiert sind, kann er uns ja nicht einschläfen. Geht ja nicht. Er kann nur Einschlafprobleme haben. Ein Volltreffer. Gut gemacht. Und tschüss. Ich sag tschüss, also beeil dich. So, und jetzt dein letztes Problem. Okay, nochmal Aeroas. Wegen der Paralyse können wir jetzt nicht angreifen. Und er macht auch noch Blitz. So gemein. Achso, ja stimmt. Bei Aeroas wird das Blitz doch sowieso nicht. Hab ich ganz vergessen. Zestrubeere. Wieso spammt er mit Blitz? Wir machen Aeroas, das juckt uns nicht. Okay, los. Blitz ist aus. Ich weiß, das würde zu Schlitzer passen. Zerschneiden, das würde zu Zerschneiden passen. Aber wir haben wohl nur Aeroas. Gigasaur. Oh, er macht uns Schatten. Wie geht es noch ein? Ich denke nicht. Und bam. Okay, ich guck gerade auf die Uhr und sehe, dass wir noch 5 Minuten haben. Ich glaube, wir schaffen noch einen Kampf. So, also machen wir noch einen Kampf. Nicht, dass der Part zu kurz kommt. So. Weltraumfreak Todd. Ich hoffe, man spricht den Tod aus, aber wie soll sonst heißen Tod? Okay. Also bei dem Burma-Dame weiß ich, das ist Typ Stahl. Die beiden sind auch Typ Stahl. Ja, dieses Pokémon ist Typ Fluch, in dem Typ Normal, in dem Fall ein der. Diese beiden sind Typ Flugkäfer. Und es sind Burma-Dame, Flugkäfer, Janma, Stolrak, Ene, Koro und Motherb. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Pyro an, den Blibrin mit, damit er vielleicht in diesem Part auch noch einen Einsatz hat. Nein, wir fangen mit Blibrin an und nehmen noch, was wäre klug? Eigentlich denken wir schon mit Panpyro alles ab. Ich habe Lust auf Shelter rein. Da wurde ja bis jetzt auch einfach nur gewechselt. Okay, dann geht's los. Wieder die großen beiden Pokémon. Und im nächsten Part können wir ja dann schon ins Finale, dann ist das Halbfinale. Darauf freue ich mich schon. Gut, Blibrin nach Regentanz und danach können wir mit Aquavelle massig Schaden machen. Und ich glaube, wir sind dasselbe Geschlecht. Hoffen wir es. Aber wir sollten anziehen und fehlschlagen. Ja, wir sind dasselbe Geschlecht. Okay, Aquavelle. So, Duplexi. Boom. 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 Okay, gut, er hat nur dreimal getroffen. Und Spül ist weg. Mit Aquavelle. Spül den Dreck weg. Na gut, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal kann ich mit Blibrin den Dreck namens Nekoro wegspülen. Wir brauchen diesen Pokémon schon. Gut, der ist relativ stark, aber es geht hier nur auf die Nerven, weil es fast immer Gesang macht. Aber dieses war ja noch in Ordnung. Janma! Okay, Janma
Mal ist er schon stärker. Aber immer noch nicht stark. Wir haben ja Flügel. Double Team. Muss das sein? Ach gut, wir treffen. Und es sieht ein bisschen komisch aus, wie sich das Liebling fortbewegt. Ich mache so eine wellenförmige Bewegung. Wir haben ihn mit dem ja mal irgendeine Bäre gespielt. Welche das war, weiß ich nicht. Aber ich hoffe mal, was sinnvoll ist. Ultraschall macht immer 20 Schaden. Aber für 50 lohnt sich das doch eigentlich nicht mehr. Also was soll der Quatsch? Du musst lieber ordentlich attacken. Naja. Wir haben ihn besiegt. Aber was? Nicht? Wieso müssen die alle immer so knapp überleben? Nein! Jetzt machst du noch mal Double Team. Und falls ihr euch fragt, was immer dieses Thermoschub von Janma wirkt, heißt das die Fähigkeit von Janma. Und da macht er noch mal einen Volltreffer. Ich glaube, Liebrin ging das auch langsam auf die Nerven. Sein einzigster Einsatz im Part und dann sowas. Okay, ich glaube, Liebrin räumt jetzt noch mal den letzten Kampf ab. Konfusion, naja, macht aber auch eigentlich annehmbaren Schaden, aber in diesem Fall, nee. Naja, besser so. Wir machen ja auch nicht so viel Schaden. Zistrobeere, yay. Jetzt werden wir auch geil, dank Flügel. Diese Attacke ist schon gemein. Vielleicht wäre man vielleicht so eine Kombi wie Wutanfall und Persienbeere spielt. Und dann kommt da so ein Liebrin und nimmt einen die Persienbeere. Oder Erholung und Maronbeere. Dann kommt da so ein Liebrin, macht Flügel und man hat seine Maronbeere nicht mehr. Das ist dann schon gemein. Und macht dann eine ganze Kombi kaputt. Aber naja. Wozu gibt's diese Attacke? Bestimmt nicht nur so. Ist genau gegen diesen Kombis. Jetzt habe ich nur noch eins zu sagen. Ciao. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ich würde mich sehr freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Mick. Guckt mich weiter.